Und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen in Zinkers Startstube. Mein Name ist Zinker und du bist genau richtig, denn du bist in meiner Dartstube gelandet. Im heutigen Video kümmern wir uns um Darts Zubehör. Genauer soll es sogar um Zubehör für Anfänger und auch Einsteiger gehen. Denn im Dartsport gibt es ja wirklich so viel Zubehör, dass es einem anfangs schon mal wirklich sehr schwer fallen kann, den Überblick zu behalten, für was das Ganze alles nötig ist und was vor allem davon auch wichtig ist. Wenn ihr also wissen wollt, in welches Zubehör man anfangs investieren sollte und welches einem gleichzeitig noch einen gesunden Mehrwert gibt, dann bleibt dran, denn jetzt geht's los. Mein Zubehörtipp Numero Uno: Flights. Und zwar einfach nur kurz und knackig: Kauft euch am Anfang ganz normale Standard-Flights. Probiert gar nicht groß rum mit Slim-Flight, Kite-Flight und so weiter. Vertraut auf das Wort Standard-Flight. Und ihr müsst auch immer im Hinterkopf behalten, über 90% der Spieler spielen mit Standard-Flights. Also probiert nicht lange rum, kauft einfach normale, wirklich ganz normale Standard-Flights mit vielleicht 100 oder 150 oder 75 Mikron. Da könnt ihr etwas rumprobieren, aber für den Anfang seid ihr mit ganz normalen Standard-Form-Flights bestens beraten. Mein Zubehörtipp Nummer 2: Eine Wasserwaage fürs Dartboard. Dieses kleine, aber feine Tool hilft dir ungemein, wenn es darum geht, dein Dartboard präzise und gerade auszurichten. Dafür hängt man die Waage ganz einfach kurz im 20er-Segment ein und richtet dann sein Board so aus, dass es kerzengerade hängt. Natürlich könnte man sein Dartboard auch mit dem gesunden Augenmaß ausrichten, jedoch spreche ich aus eigener Erfahrung, so gesund ist das eigene Augenmaß gar nicht. Soll heißen, danach hängt es niemals genau im Lot und gerade. Auf Turnieren und Wettbewerben sind die Boards auch genau ausgerichtet. Also warum macht ihr das zu Hause nicht auch und schafft euch einfach auf dem heimischen Boden perfekte Bedingungen für nicht einmal 5 Euro. Mein Zubehörtipp Nummer 3: Kunststoff bzw. Nylonschäfte. Grundlegend kann ich dazu sagen, dass man sich anfangs auf die ganz einfachen Kunststoffschäfte beschränken sollte. Denn sie sind günstig und gelten als absoluter Klassiker. Andere Materialien kann man später immer noch testen, jedoch sollte man sich zuerst mit den verschiedenen Längen vertraut machen. Kauft euch von daher einfach ein paar Shafts in den Standardlängen, nämlich Short, Medium und Intermediate, und probiert dann damit rum, bis ihr für euch herausgefunden habt, was euch davon am besten liegt. Denn die Länge des Schafts spielt eine große Rolle beim Dart und diese kann den Wurf sehr stark beeinflussen. Also experimentiert mit den verschiedenen Längen der Kunststoffschäfte und verschafft euch somit eine sehr gute Basis. Mein Zubehörtipp Nummer 4: Ein Flightlocher. Dieses kleine Gerät kann nur eine Sache, nämlich seinen Namen treu bleiben und ein Loch in den Flight stanzen. Was wir mit dem Loch im Flight dann anfangen können, klären wir jetzt gleichzeitig noch mit dem Tipp Nummer 5. Dort dreht es sich nämlich um die Federringe. Die besagten Federringe sorgen dafür, dass man den Flight am Schaft befestigt. Und wie das Ganze vonstatten geht, zeige ich euch jetzt. Wir positionieren unseren Flight in der Vorkehrung des Flightlochers. Anschließend drücken wir diesen einmal nach unten, um das Loch in den Flight einzustanzen. Das Ganze sieht dann so aus und wir können nun unseren Federring im Loch positionieren. Und ja, das geht manchmal etwas fummelig, aber das bekommt jeder hin. Jetzt greifen wir zum Schaft und ziehen den Flight samt des Federrings einfach auf den Schaft auf. Als kleinen Tipp kann ich euch mit auf den Weg geben, dass ihr dafür gerne noch eure Fingernägel benutzt, um den Federring schön weit nach unten zu ziehen. Anschließend sitzt dort alles wirklich bombenfest und wir haben ein super System erschaffen und das Ganze auch noch für recht wenig Geld. Mein Zubehörtipp Nummer 6: Ein Schleifstein. Wenn euch die Spitzen zu glatt sind oder euch die Spitzen zu wenig Halt im Board bieten, ist dieses kleine, sehr günstige Tool am Anfang die beste Lösung. Denn für meist nicht mal einen müden Euro kann man damit wirklich Ewigkeiten seine Spitzen in Schuss halten
und sie so präparieren, dass man mit ihnen am besten zurechtkommt. Zubehörtipp Nummer 7, der Schaftentferner. Kein Dartspieler der Welt wird Ewigkeiten drumherum kommen und irgendwann kommt der Tag und es passiert. Von was rede ich? Richtig, genau. Der Schaft bricht ab. Dieses kleine Tool leistet euch genau in solchen Situationen eine super Ersthilfe. Damit können wir kinderleicht die Rückstände des abgebrochenen Schafts einfach aus dem Barrel wieder herausdrehen. Für ca. 3 Euro kann man damit überhaupt nichts falsch machen und es hilft einem wirklich ungemein. Kleiner Bonustipp von mir, ich habe den Schaftentferner immer an meinem Schlüsselbund dran. So hätte ich ihn, wenn es passiert, meistens immer sofort griffbereit. Zubehörtipp Nummer 8. Die Waage. Damit könnt ihr, wie der Name natürlich schon sagt, eure Darts wiegen. Aber nicht nur das, ihr könnt auch die einzelnen Komponenten mal wiegen, um zu wissen, wie das Gewicht davon ist. Wie jetzt zum Beispiel den Schaft mal einzeln wiegen oder den Flight mal einzeln wiegen. Kleiner Reminder für zwischendurch. Die Gewichtangaben auf den Darts-Verpackungen beziehen sich immer nur auf den Barrel und deren Spitze. Nicht vergessen. Die Waage ist auch ganz nützlich, wenn man sich gebrauchte Darts kauft. Also ich meine jetzt frei nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und glaubt mir eins, das war schon immer so im Leben und es wird auch immer so bleiben. Mein Zubehörtipp Nummer 9. Ein Darts Case. Ihr werdet schnell mitkriegen, dass es doch recht schwierig ist, seine Darts zu transportieren. Also lege ich euch wärmstens ans Herz, euch dieses Gadget zuzulegen. Diese gibt es natürlich in den verschiedensten Varianten. In der normalen Version finden wir meist Platz für ein Set Darts plus etwas Stauraum für Flights plus Shafts. In den XL-Versionen bekommen wir dann aber auch meist schon mal 2, 3, 4 Set Darts unter plus weitaus mehr Stauraum für Flights und Shafts. Oder natürlich auch anderes Zubehör, was man dort drinnen noch verstauen könnte. Ich rate euch einfach mal aus eigener Erfahrung, kauft euch lieber gleich eine XL-Variante, denn so kann man gleich noch sein Ersatzset mit unterbringen und hat nochmal etwas mehr Platz für Flights, Shafts und wie eben schon gesagt, für anderes Zubehör. Mehr Platz ist immer gut, wenig Platz war noch nie gut, wird's auch glaube ich nie wert. Ob ihr natürlich die größere Version benötigt, hängt ganz von euch ab, es ist nur mein Tipp. Wenn ihr lieber die kleinere wollt, seid ihr damit aber auch bestens bedient. Und für ca. 10 bis 20 Euro hat man da wirklich freie Auswahl. Einmal von der Größe, Farbe, Form, Marke und so weiter. 10 bis 20 Euro und ihr bekommt ein super schönes Darts Case. So, und kommen wir jetzt noch zu meinem letzten Tipp. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, müsste das mein Zubehörtipp Nummer 10 sein. Ich weiß, ihr werdet diesen Tipp nicht gerne hören, da er doch gut ins Geld geht. Aber glaubt mir eins, diese Investition zahlt sich schon beim ersten Einschalten aus. Die Rede ist natürlich von einer Dartboard-Beleuchtung. Am Anfang wollte ich auch die Investition vermeiden und heute will ich sie wirklich nie mehr missen. Denn mit einer perfekten Dartbeleuchtung verschafft ihr euch wirklich, 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 wirklich nur Vorteile. Die Scheibe ist perfekt ausgeleuchtet. Ihr erkennt die Felder besser. Somit kann man auch wesentlich besser zielen. Ihr habt keinen Schatten mehr an Bord. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es macht sofort wesentlich mehr Spaß zu spielen. Ich kann es euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Also investiert da lieber einmal richtig und ihr könnt mir glauben, wenn ich sage, diese Investition werdet ihr nicht bereuen. Und das waren sie dann auch, meine 10 Zubehörtipps, die ich Anfängern bzw. Einsteigern empfehle. Natürlich auch für Fortgeschrittene und jeden anderen. Vielleicht sitzt du gerade da draußen vor dem Monitor und denkst dir, er hat sogar recht, könnte ich mir auch noch zulegen. Falls dir das Video gefallen hat und es für dich natürlich sogar im besten Falle noch informativ war und dir eine Hilfestellung gegeben hat, lass mir doch gerne ein Like da bei dem Video und schreib mir gerne mal deine Meinung hier unten in die Kommentare. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, hol das doch bitte gerne nach. Darüber freue ich mich. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt für heute. Ich mache Feierabend und sage natürlich wie immer, Adios, Amigos.